Nein, ich hab eins von Huawei. Da ist kein Google drauf. Und das ist sicher gegen die Amerikaner. Dafür kriegen die Chinesen die Daten. Ja, 95 bin ich eigentlich irgendwie. Ich habe nur aufs Netz gewartet. 5 Jahre lang, dass endlich das elende Mailbox-Dasein, wo man die Computer untereinander direkt verbunden hat zu horrenden Preisen, zu Telefonleitungspreisen, dass das ein Ende hat und dass das Internet kommt. Und dann war tschüss, holzverarbeitende Medienindustrie. Ab 1995 habe ich nur noch im Netz publiziert, sonst nirgends. Das ist das schnellste Medium. Es ist korrigierbar. Du kannst einen Druckfehler zurückrufen. Wie willst du das denn machen bei einer Zeitung mit Andruckzeiten, Redaktionsschluss und dann dem Vertrieb? Stichwort schon gebracht, nämlich Geheimdienst bzw. Nachrichtendienst. Wir hören das jedes Mal, diese Begriffe. Ich glaube, die wenigsten können sich eigentlich konkret darunter eigentlich was vorstellen. Der klassische James Bond, den man im Film sieht, hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, oder nur am Rande. Sondern erzähl uns ein bisschen was, was kann man sich wirklich real unter einem Nachrichtendienst oder einem Geheimdienst oder wie man diese Dienste überhaupt nennt, weil es ist ja praktisch das zweitälteste Gewerbe der Welt. Das hat es ja schon immer gegeben. Ja. Was versteht man eigentlich darunter? Ja, es gab früher so die Trennung zwischen Nachrichtendiensten und Geheimdiensten. Das heißt, der Nachrichtendienst hat vor allem OSINT gemacht, Open Source Intelligence. Also was in den Medien steht, analysiert. Auch frei verfügbare Informationen. Ja, aber nicht nur, sondern die haben schon Human Intelligence, das heißt, was die von Leuten erfahren haben vor Ort, da reingemischt dazu. Und das gegeneinander korreliert, passt das zusammen. Ich meine, das ist nicht sehr viel Unterschied zu journalistischer Arbeit, weil wir machen auch nicht viele andere Analysen. Und sagen, hallo, passt das zusammen? Schauen wir im Archiv, was er vorher zu dem Beva gesagt hat oder was vor ihm der Beva. Oh, da steht ja ganz was anderes. Wie kam denn dieser Sinneswandel? Das ist so der Kern vom ganzen Journalismus. Und auch so ähnlich bei Nachrichtendiensten. Jetzt sagt man, die einen machen halt eben militärische Nachrichtenaufklärung, wie die NSA, die fangen Signale ab, die sie nicht haben sollen, analysieren sie und ziehen ihre Schlussfolgerungen daraus. Haben große Maschinen, die russische Station im 22. Bezirk ist ein Gegenstück dazu. Man nennt das... Da kannst du schon ein bisschen was dazu erzählen. Das ist so eine Hütte, die sie oben stehen haben. Und wenn sie sowas sehen, eine Hütte, die vor allem aus Holz und aus irgendwelchen Matten besteht, dann wissen sie schon, dass Antennen dahinter sind, weil die wollen, das Material ist durchlässig. Da kann doch keine Stahlhütte dahinstellen und dann Antennen rein, weil dann sehen die Antennen nichts. Da sind so relativ kleine Schüsseln drinnen, die umkonfiguriert werden können. Die Amerikaner haben übrigens ganz genau dasselbe. Da haben wir eher ein Foto. Die kleinen Antennen, das ist die amerikanische Hütte. Ja? Die ist im IZT Tower bei der UNO City. Und die sitzen da, die Hütte steht im 100. Montieren sie gerade das Logo vom IZT Tower ab. Das ist ja das Lustigste. Das war nach meiner Reportage drüber. Seitdem heißt er Ernst and Young Tower. Ja? Und ich wäre IZT Tower. Und da steht diese Hütte. Die
man weiß nicht genau, was alles drinnen ist, aber es ist immer dasselbe. Ich danke dir fürs Kommen. Ich danke auch hier fürs Interesse hier bei uns im Bestes-Salon und auch zu Hause. Kann man eh ein bisschen Livestream verfolgt haben. Auch ein sehr entspannender Abend mit dir. Dankeschön. Und ich freue mich schon zur nächsten Veranstaltung. Danke fürs Dasein und auch danke fürs Kommen. Einen schönen guten Abend noch. Gibt es jetzt Drinks? Analoge. Analoge Drinks. Gerne.